Höhle des Löwen. Schrank durchsuchen? Waren wir in dem Schrank drin? Ich weiß es nicht, aber da steht auch nur... Mal, lesen wir mal weiter. Angel zweimal mit Plattform benutzen. Ach, nein, ne? Müssen wir da einfach nochmal angeln. Hey, aber das... Das ist echt scheiße. Das ist sogar eine bekannte Adventure-Sünde, die man eigentlich nicht machen sollte. Also das ist ganz bekannt. Ich weiß nicht, in welchem Adventure das ist, aber da gibt es das ganz bekannte Rätsel, dass man auf irgendeinen Ziegenbock zweimal klicken muss oder so. Und an der Stelle sind ganz viele Leute hängen geblieben, weil man klickt halt einmal drauf und dann weiß man, geht nicht weiter. Und seitdem ist es eigentlich verpönt, dass man das macht. Also echt, Mann. Zweimal das Gleiche für einen. Also ich meine, das ist schon auch weird, oder? Das ist schon scheiße. Vor allem ohne, dass sie irgendwie... Also wenn sie wenigstens sagen würde, oh, da unten liegt noch was oder irgend sowas, ne? Aber die Bettwäsche. Ein ganzer Stapel. Was auch immer ich damit anfangen soll. Bettwäsche. Okay. Warte, ging das nicht gerade mit dem Korken? Nee. Ich habe mich, glaube ich, verguckt. Ich würde gerne... Ich gehe noch mal kurz hier in den Raum, weil ich will mal gucken, ob wir wirklich den Schrank durchsucht haben. Ich glaube nämlich... Eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Geht auch gar nicht. Leer. Leer. Aber der Schrank, von dem da im Guide die Rede war, war auch in der Werkzeugkammer. Nee. Der war hier im Überwachungsraum. Ach so. Naja. Jacke und... Wäscheballen mit Fass benutzen. Aha. Ah, ja, okay. Na dann. Na gut. Machen wir das mal. Aber ich weiß nicht so ganz, was die Plattform ist, mit der man das dann benutzen soll. Hier irgendwas, glaube ich. Ach, ja. Ah, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich verstehe aber nicht. Ich glaube, doch. Ich glaube, mit der Plattform hier in dem Raum. Mit der da oben, oder? Ja, dann. Dass die runterkommt. Ach, wir schmieren das ein. Wir transportieren jetzt diesen Waltran mit dem Handtuch. Und dann schmieren wir mit dem Handtuch hier den Lift ein, damit der runterglitscht. Irgendwie so, ja. Ja, ja. Dann haben wir hier nämlich den Tran benutzt. Ach je. Ja, ja. Oh, Erik, falls du noch da bist, danke fürs Followen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Die Wäsche hat sich mit dem Tran vollgesogen. Ist tierisch schwer und stickt auch so. Okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Hier ist wirklich viel hin und her gelatscht. Aha. Wenn man da nicht in den Guide guckt, kann man hier, glaube ich, Stunden verbringen mit einfach rumprobieren auch. Und keine Ahnung haben, ich kann mich auch daran erinnern, dass... Nee, was? What? Dann ist es doch eine andere Plattform. Aber welche Plattform denn? Na, versuch einfach mal alles. Da so, hier jetzt in dem Raum. Ja. Ah, tatsächlich. Werfe ich die jetzt einfach da runter? Ah! Da lasse ich auch hier eine Spur der Verwüstung. Gut, dass das niemand gehört hat. Ja, und ich verstehe überhaupt nicht... Ich verstehe auch nicht, warum. Warum? Ach, warte mal. Das war der Aufzug. Das ist der Lastenaufzug. Das ist eine Treppe nach unten. Ah, okay. Das ist aber von der Perspektive her auch echt komisch. Okay. Und jetzt den Eimer mit dem Salz benutzen. Ja. Einfach ein Eimer Salz. Ja, ich weiß schon, vielleicht können wir damit jetzt dieses Eisloch auftauen. Salz und Eis, das müsste gehen, oder? Vielleicht. Ich glaub schon. Man streut doch Salz im Winter auf die... Ja. Weil das wegschmelzt. Ja, aber ich weiß nicht. Aber ja, versuchen wir's. Ja, ich weiß nicht, ich habe Chemie abgewählt nach der 10. Aber probieren wir es. Ja, es geht. Okay. Oder ist das Physik? Nee, ist Chemie eher, oder? Das dauert jetzt wohl eine Weile, bis sich das Salz durchs Eis gefressen hat. Wirklich? Muss ich jetzt aus dem
Wahrscheinlich muss ich jetzt aus dem Bildschirm gehen und dann wieder reingehen. Ah. Finde ich aber doof. Das wäre wirklich doof. Kann auch sein, dass es erst irgendein Vielleicht Trigger muss passieren muss. Ja. Ne? Irgendwas anderes noch machen. Nö, muss man nicht. Ah, come on, Leute. Erst muss man zweimal das Gleiche machen. Ja, und dann muss man den Bildschirm verlassen und wieder reingehen. Großes Loch in das Eis gefressen. Nein. Das ist schon doof, ja. Mal gucken, was da drin ist. Es gibt zwar Leute, die springen bevorzugt bei minus 300 Grad in Eislöcher. Ich gehöre aber definitiv nicht dazu. Ja, dann angeln wir jetzt da drin. Das war einfacher, als ich gedacht hatte. Okay, jetzt haben wir unser Feuerzeug wieder und einen Fisch. Und den Fisch bringen wir jetzt zu dem Pinguin. Dann wird er, glaube ich, wahrscheinlich wirklich sein Ei klauen. Ja, wahrscheinlich wirklich. Ey, das ist echt... Wir sind scheiße. Dafür kriegt dann der Pinguin Ninas erstgeborenes Kind und dann sind alle wieder quitt. Das stimmt. Ich freue mich schon auf die Animation. Okay. Und jetzt ist das Ei tot. Aber es ist ein seltsames Ei. Zu sein. Ah. Wieso liegt hier so ein Teil rum? Und wieso versucht der Pinguin das Ding auszuprobieren? Das ist gar kein echtes Ei. Es ist ein Metallei. Der mag es nicht besonders, wenn man ihm den Nachwuchs klaut. Ich werde das einmal wieder zurücklegen. Feinde habe ich hier schließlich schon mehr als genug. Jetzt verstehe ich. Es ist alles ganz anders, als ich dachte. Mann, wir gehen da rein und holen das Ei aus der Brutstation zur rechtmäßigen Pinguinmutter zurück. Ganz genau. Oder so ähnlich. Wer weiß, wem das Ei wirklich gehört. Doch, doch. Das ist schon. Doch, das habe ich mir so ausgedacht. Das ist so. Okay. Ein paar rausgerissene Seiten. Ich glaube. Okay, ja, das sind diese Forschungs. Ja. Dinger. Okay, aber wie geht's jetzt weiter? Ja, naja, dieses Ei ist ja anscheinend irgendwie in der. In diesem Ding, aber wie kriegen wir das auf? Eben, das meine ich ja. Vielleicht können wir da mit dem Diamanten jetzt reinschneiden ins Glas. Tatsächlich. Da war das mit deiner Eisidee gar nicht so verkehrt. Ich könnte mit dem Diamanten die Glasscheibe zerschneiden. Ach so. Allerdings würde sie dann runterfallen und das Ei zerstören. Ich weiß schon. Dann schneid halt neben den Ei. Aber jetzt kommt endlich jetzt kommt der Pümpel zum Einsatz. Nice. Okay. In Krimis sieht das immer so einfach aus. Pümpel auf Glasscheibe, diese mit Diamant angeschnitten und... Es ist tatsächlich so einfach. Ja. Hm. Nice. Sehr gut. Jetzt haben wir das Pinguinei. Ja. Dann. Ja. Zurück zur Pinguinmutter. Zur Pinguinmutter. Oh, es ist echt viel hin und her latschen, ey. Pingumutter. Pingumutter. Wir bringen dir dein Ei. Pingumutter. Ich finde, das ist. Das hat Potenzial, das Lied. Man merkt, dass du müde wirst. Ein guter Produzent und dann. Der Sommerhit 3000. Gab schon schlechtere. Nö, ja, das auf jeden Fall. So. Also ich glaube, wenn wir jetzt das Ei haben, dann haben wir hier aber auf jeden Fall alles abgeschlossen, weil wir haben da uns einen Weg reingesprengt und die Leiche ausgeraubt. Wir nehmen jetzt den Pinguin. Nein, ja, wir bringen ihn. Nein, wir bringen ihn jetzt ein Ei. Nehmen ihn seins weg. Tauschen sie aus. Jetzt hat der arme Kerl wenigstens eine reelle Chance, dass aus dem Ei auch mal was rauskommt. Nee, eigentlich ist jetzt schon zu spät. Ich habe mal gehört, wenn Pinguine, wenn das Ei einmal auf den Boden fällt, weil es in der Antarktis so unglaublich kalt ist, ist eigentlich vorbei. Weil die müssen es die ganze Zeit auf ihren Füßen tragen und dann deswegen laufen die dann auch so. Und sobald das Ei einmal den Boden berührt, ist alles tot. Dann ist der Pinguin vielleicht einfach echt beschissen, wenn es darum geht, auszubrüten. Ist er ein Vollidiot. Naja. Okay, gut. Dann haben wir aber hier auf jeden Fall in den Bildschirm alles erledigt. Ich frage mich echt, ob man die Harpune noch irgendwie braucht.
weiß nicht. Was machen wir jetzt mit dem Ei? Was machen wir jetzt überhaupt? Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das einsetzt, da wo diese Batterie irgendwie... Aha. Ja, mach einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich halt echt, ob man die... Also die Harpune muss ich noch im Hinterkopf behalten. Da kommt der Zeigefinger. Mhm. Okay. Das würde ich jetzt einfach mal hier so... Ja, tatsächlich. Perfekt. Warum? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Aber es passt rein, dann wird es schon gehen. Ja, ja. Passt. Und die Maschine fängt auch wieder an zu arbeiten. Na dann. Okay. Oh, da oben kann man da irgendwas machen. Die Pumpe läuft. So allmählich wird es auch wieder warm. Dann können wir uns jetzt, glaube ich, endlich in die Wanne legen, ja, genau, und uns einfrieren. Ich glaube auch. Damit wir in der Zukunft wieder aufwachen. Das war doch von Anfang an der Plan, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Ich frag mich ja, ob man den Schraubstock und das Ding noch irgendwie für irgendwas braucht, aber... Es ist auch lustig, dass wir praktisch diesen Korken komplett unzerstört bekommen, ja, haben, ja, nach eben dem Einbohren. Aber eben. Gut. So, hier läuft jetzt das Wasser. Dann füllen wir die... Ach, da kommt jetzt der Korken rein. Der Stöpsel, das Wasser läuft sofort wieder ab. Aha. Aber zum Glück ist anscheinend der Abfluss winzig, weil der Korken von einem Flachmann reinpasst. Ah, das macht alles keinen Sinn. Aber das ist die Perspektive, passt wahrscheinlich. In den Abfluss. Ach was. Dürfte jetzt nichts mehr durchkommen. Das war der Korken aus einem kleinen Flachmann. Wenn du dir die, vielleicht ist der aufgeschwemmt durch die Kälte. Ja, ach so, ach weil so. Das macht Sinn. Okay, jetzt füllen wir die Badewanne mit Wasser. Ja, die Wanne ist voll. Juhu. Okay. Und jetzt können wir mit dem Eimer Wasser rausschöpfen. Ja, nee. Jetzt können wir den Flachmann... Wir können angeln? Nein. Bei Minecraft wird es funktionieren. Ich habe nicht wirklich übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Aber dann... Den Flachmann vielleicht. Flachmann? Nee. Warum haben wir das denn jetzt mit Wasser... Wofür haben wir das mit Wasser gefüllt? Ich verstehe es nicht. Für Silikon? Versuch mal alles. Nee. Ich verstehe es nicht. Jetzt holen wir die gefrorene Leiche vom Pinguin und legen die rein mit unseren Klamotten an. Und dann meinen die, dass die uns umgebracht haben. Ich guck lieber ins Buch. Wenn das jetzt wirklich so ausgeht, dann lache ich aber den ganz laut. Schauen wir den Fieselschweifling einmal nach. Einmal Alphalasin mit Eislauf benutzen. Leiche, Pümpel mit Brutkasten, flache. Angelköder, Eisloch, Fisch mit Pinguin benutzen, Ei mit seltsamen Ei benutzen, seltsames Ei Maschine, Wasserhahn aufdrehen. Seltsames Ei nehmen. Okay. Aha. Kamera nehmen. Ach, ich weiß warum. Weil, ist das dumm. Weil das ist Wasser und Heizung. Und wenn wir jetzt Ei wieder rausnehmen, weil da ist jetzt Wasser drin, dann wird es wieder kalt und dann gefriert es. Und dann können wir uns darauf stellen und können an die Kamera. Aha. Es ist nicht so, als wenn so eine riesige, volle Badewanne vielleicht eventuell ein paar Tage braucht, um durchzufrieren. Ja, aber gut, naja, was soll's. Also... Okay. Also wie kalt soll es denn das sein? Ich weiß nicht. Ja, das ist halt so ein bisschen unlogisch. Naja. Na. Eigentlich, was wollte ich sagen? Ich hab's leider weggeklickt. Und ich verstehe vor allem das Ei nicht. Ist da Strom durchgeflossen? Sollte man das einfach so mit der Hand rausziehen, während das alles läuft? Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat sie einen Handschuh angehabt oder so. Einen Gummihandschuh. Aber offensichtlich, also ich weiß nicht, ich glaube so, wir halten uns schon so gut Hälfte der Rätsel müssen wir nachschauen. Und die andere kriegen wir tatsächlich. Es ist wirklich einfach eingefroren. Ja. Finde ich schon lustig. Na gut, dann können wir jetzt da an die Kamera ran. Hoffentlich trägt mich das Eis.
Naja, weit brichst du nicht ein, also. Okay, was haben wir jetzt eigentlich geholt? Das Überwachungsband. Ist festgeschraubt, aber ich habe zumindest das Band rausnehmen können. Okay, dann können wir uns das... Ja, okay, ich denke mal, hier ist jetzt auch alles erledigt in dem Raum. Müssen wir jetzt das Ei nochmal einsetzen, damit der Überwachungsraum funktioniert? Nee, der Bildschirm, der Plasma-Bildschirm hat gekrieselt. Ja, das stimmt. Ich glaube, da können wir einfach reingehen. Okay. Warum auch immer und was wir da auch immer sehen werden. Ja. Aber und warum ist die Kamera, warum hat die Kamera überhaupt ihre eigene Videokassette? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht funktionierten Kameras damals so. Ja, aber die haben hier einen Überwachungsraum irgendwie. Ah. Und die Kamera ist total blöd montiert, wenn man da ständig die Kassetten auswechseln muss. Oh, da ist wohl noch ein Rest von einer anderen Aufzeichnung drauf. Sieht aus wie der Raum direkt nebenan. Diese Nicole Charleroi diskutiert mit einem extrem elegant gekleideten Typen. Leider steht er mit dem Rücken zur Kamera. Aber ich könnte schwören, dass es... Was passiert da unten? Oh, alles explodiert. Da ist der Massimo. Ich habe gehört, es ist soweit. Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles vorbereitet. Mit dem Artefakt ist es uns tatsächlich innerhalb kürzester Zeit gelungen, die Strahlenfelder auf das gewünschte Niveau zu bringen. Also habe ich recht gehabt. Mit dem Artefakt? Mit Ihnen, Professor Charrois. Ihr Team hat wirklich gute Arbeit geleistet. Und Sergei, Oleg, ebenfalls. Großes Lob. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung. Wir haben noch viel vor uns. Die Menschheit wartet darauf, dass wir hier ein paar Entscheidungen abnehmen. Massimo Gattuso? Wenn der seine Finger im Spiel hat, muss es um eine ganz große Sache gehen. Und wenn er sich dafür extra ans Ende der Welt begibt, dann möchte ich mir lieber gar nicht ausmalen, wie groß die Sache ist. Eigentlich habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sorge für den ganz großen Knall, oder ich sterbe heimlich, still und leise vor mich hin. Nach Sterben ist mir gerade ganz und gar nicht, also sollte ich mir irgendwas einfallen lassen, was ordentlich Kabumm macht. Nur allein werde ich wohl nicht viel ausrichten können. Ich brauche Hilfe, und zwar schnell. Hilfe, und zwar schnell. Na gut, okay. Okay. Der Massimo ist da. Und weißt du, was ich gerade eben bei dieser Katze mir überlegt habe? Was und wer und zu wem hat eigentlich dieser komische Polizeityp gehört, der uns erst irgendwie... Erst hat er gesagt, er ist von der Polizei. Kinski, oder dann wie hat er hieß. Uns mit einer Waffe bedroht und dann wurde er erschossen. Ja. Ich vielleicht hat er zu denen gehört aus irgendeinem Grund. Ich was weiß ich mich nicht. Frage, ist, warum hat Massimov nicht. Bitte eigentlich keine Jacke und nichts an? Der läuft schon wieder mit seinem Hemdchen durch die Gegend. Der ist einfach kälteresistent. Na gut, okay. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, ehrlich gesagt. Ich auch absolut nicht. Außer wir werfen ein Ei auf Massimov. Irgendwie muss man ja hier jetzt auch... Ich, ganz ehrlich, ich schaue jetzt einfach hier rein. Mach das. Moment. Blick ins Tagebuch? Hä? Ach, ist das dämlich. Ist das dämlich. Weißt du, woher das kommt auf einmal? In dem Videoband ganz stand der Code. Genau. Und sie hat das im Tagebuch aufgezeichnet. Da irgendwie. Ist das Bild. Ja, aber das sehen wir da. Überhaupt ja, nicht. Ja, eben. Und das, man soll jetzt rausfinden, dass das auf einmal im Tagebuch steht. In mach der Tagebuch, mal, mach mal das Tagebuch auf. Ja, das ist hier. Ja, aber das ist doch die Lösung, oder? Wir sind doch jetzt bei der Lösungsseite. Nee, das ist die Lösung. Das ist das Tagebuch. Ach so. Aha, im Tag... Ach so. Ja, dann... 2513. 2513, also, na dann. Da wäre ich in 100 Jahren nee, nicht drauf niemals, gekommen. Dass ich habe ganz vergessen, dass das Spiel so eine Tagebuchfunktion hat. Ah, okay. Niemals. Okay, 2, 5, 1, 3. Das fühlt sich weniger wie ein Rätsel und mehr wie ein alter Kopierschutz an. Das wäre geschafft.
was mich in dem Raum da drüben erwartet. Okay. Auf geht's. Das war bei Metal Gear Solid 1 schon clever, dass der Code zum Speichern hinten auf der Rückseite der Schachtel in dem Screenshot abgebildet war. Mhm. Ansonsten konnte man halt nicht speichern. Das war der Kopierschutz von Metal Gear Solid 1. Das ist schon... Es ist halt Kojima, ne? Ja. Es ist die Tür, okay. Schauen wir uns erstmal den Radar an. Da ist irgendwas ganz in der Nähe der Forschungsstation. Wahrscheinlich ein Flugzeug. Vielleicht können die mich ja hier rausholen. Ich müsste mich nur irgendwie bemerkbar machen. Da ist bestimmt ihr Schatzi drin, ihr Hans Gruber. Geräte, ne? Miss- und Analysegeräte. Was genau man damit macht? Keinen blassen Schimmer. Okay. Der Gerät. Noch mehr Geräte? Geräte? Überall Geräte? Das ist eine Kiste. Ah, die Kiste ist kein Geräte. Voll mit Feuerwerkskörpern. Na, oh, da hätte ich Ideen. Da könnten wir uns doch vielleicht bemerkbar machen und den Max Gruber anlocken. Am besten auch. Streichhölzer und Feuerwerkskörper, sehr gut. Es ist auch gut, dass die zusammengelagert waren. Ja, stimmt, in der gleichen Kiste. Idee. Da kannst du mal, also da könnte derjenige, der das gemacht hat, mal in Beirut nachfragen. Die, glaube ich, haben auch gemerkt, das ist eine ganz gute Idee, Feuerwerkskörper und brennbare Materialien nebeneinander zu lagern. Und vor allem in dem empfindliche Geräteraum. Ja. Okay, ah nein. Okay. Ah, guck mal, was sind unterschiedliche Geräte. Ah. Aber wahrscheinlich sagt sie es selber. Die Geräte sehen allesamt völlig veraltet aus. Anscheinend wurde nur in die Sachen investiert, die unbedingt notwendig waren. Na gut, okay, aber hier kann man sonst nichts weiter machen. Kann man das Ei, ne, den Pümpel. Irgendwie kann man hier nichts mehr benutzen, glaube ich. Haben wir eigentlich schon alles mal benutzt von den Sachen, die wir haben? Das Schild haben wir noch nicht benutzt. Ich frage mich, wofür man... Und Silikon. Wofür braucht man ein Schild und Silikon? Ich glaube, das Silikon weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich machen wir jetzt ein Feuerwerk, dass das Flugzeug in unsere Richtung fliegt und dann winken wir mit dem Schild. Vielleicht wirklich. Ich meine, keine Ahnung, aber oder? Vielleicht wirklich, ja. Würde ein bisschen Sinn machen. Aber worauf soll... Vielleicht mit der Harpune. Schießen wir dann auf das Flugzeug. Nee, wir machen da die Feuerwerkskörper, zünden die an und schießen die Harpune einfach in die Luft. Hä? Dann sieht das Flugzeug das. Die Harpune. Ja. Ach, warte mal, sind das keine Raketen, die wir da haben? Nee, das sind Feuerwerks. Also das sind Knaller. Einfach nur. Ach so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ich probiere mal, ob mein Plan tatsächlich... Weil irgendwo wäre doch... Also die Harpune macht... Tatsächlich. Tatsächlich. Ich wusste doch, dass man die noch benutzt. Die Streichhölzer brennen gut. Die Lunte hingegen überhaupt nicht. Ist wohl mal nass geworden. Okay. Brauchen wir jetzt eine neue Lunte, oder? Anscheinend. Mumm. Ich brauche erstmal keine Fische mehr. Und wenn doch, weiß ich ja, wie es funktioniert. Ach, Mann, ey. Vielleicht das Papier, die Notiz, das Tagebuch. Die Streichhölzer brennen gut. Nee, mit der Rakete, nicht mit... Ha. Ach, das ist jetzt echt... Das ist mir... Aber das wirklich. Dauert mir zu lang. Leuchtfeuer mit Fass kombinieren. Fass? Müssen wir das jetzt mit Waltran nochmal einfetten? Ohne Scheiß. Ja, stecken wir jetzt die einfach in Waltran rein? Okay, gut. Wir. Warum nicht? Was soll's? Wenn ich die Zündschnüre mit dem Waltran übergieße, funktionieren sie hoffentlich wieder. Aha. Okay. Na gut, aber meine eigentliche Idee war tatsächlich richtig gewesen. Das stimmt. Das würde ich einfach an die Harpune dran kleben. Das war gerade ein sehr verwirrender Szenenwechsel. Ja. Oder haben wir das Flugzeug angeschossen? Nee, okay. Aber das ist ja ein riesiges Flugzeug. Ja. Wo bitte will denn das da landen?
Wir winken gar nicht mit dem Schild. Oh ja, okay. Ja, einfach viel so im Schnee. Na dann. Alles unproblematisch. Und da kommt unser strahlender Held. Ha, sie ist so glücklich, dass sie ihn wieder trifft. Kapuzenheinis. Und jetzt schubst sie ihn weg, weil... ja. Ja, die, hatte er die Kapuzenheinis hinten geladen, yes, oder wie? Also hatte Oleg doch recht. Es ist nicht so, wie du denkst. Der Standardsatz eines Mannes. Das sind nicht unsere Feinde. Die wollen uns helfen. Leute, die mir angeblich helfen wollen, habe ich in letzter Zeit genug getroffen. Ja, ich weiß. Das mit Oleg tut mir sehr leid. Woher weißt du? Später. Diese Männer haben mich hierher gebracht, um... Also steckst du doch mit denen unter einer Decke. Das sind doch die gleichen Sektentypen, die der Hausmeister und das kleine Mädchen beim Museum beobachtet haben, als mein Vater entführt wurde, oder? Ja, und die Sekte hat dein Vater auch tatsächlich entführt. Aber zu seinem eigenen Schutz. Mach dir keine Sorgen, es geht ihm gut. Zu seinem Schutz? Vor Leuten wie dir? Du hast mich doch die ganze Zeit verarscht und mit diesen Typen zusammengearbeitet. Nein, nach meiner Rückkehr aus Irland hat die Sekte auch mich entführt. Erst dann haben sie mir die ganzen Zusammenhänge erklärt. Vorher habe ich die Typen nie gesehen, das musst du mir glauben. Muss ich das? Dein Vater ist bei seinen Nachforschungen zur Tunguska-Katastrophe auf etwas gestoßen, das unbedingt geheim bleiben sollte. Die Sekte hat alles dran gesetzt, damit dieses Geheimnis nicht in falsche Hände gerät. Was soll das gewesen sein? Die Leute glauben, dass sie Nachkommen von Außerirdischen sind. Oh Gott. Und die Tunguska-Katastrophe wurde von einem Raumschiff ausgelöst, das bei dem Versuch abstürzte, die letzten Überlebenden ihrer Art von der Erde zu retten. So ein Schwachsinn. Psst. Glaubst du das etwa? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Erinnerst du dich an deine Begegnung mit der Sekte? In Tunguska? Ja, war schon seltsam. Tatsache ist, bei der Tunguska-Katastrophe 1908 stürzte ein undefinierbares Flugobjekt ab. Es wurden aber keine Überreste gefunden. Dann tauchen Jahre später sonderbare Bruchstücke auf. Dein Vater untersucht diese und findet heraus, dass sie zum einen nicht von der Erde stammen, zum anderen aber bearbeitet wurden. Die Kalenko-Expertise? Genau. Dann gelangt das Material an das Militär und deinem Vater werden alle weiteren Nachforschungen untersagt. Als er sich daraufhin mit Manuel Perez trotzdem noch einmal in die Tunguska-Region aufmacht, wird Perez zufällig Opfer eines Experiments, das das Militär dort mit dem außerirdischen Fundstück durchführt. Dein Vater erkennt die Gefahren, die von dem Material ausgehen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, forscht er weiter, bis er auf die Spuren der Zupa stößt, deren verlassene Höhlen er in China findet. Hier entdeckt er Artefakte, die aus dem gleichen außerirdischen Material bestehen, wie das Bruchstück aus der Tunguska-Region. Eine seltsame Verbindung, findest du nicht? Und eins der Artefakte ist jetzt hier, überbracht von Nina Kalenko. Die Anlage gehört Massimo Gattuso. Hast du den Namen schon mal gehört? Milliardär, dreimal geschieden, sieht umwerfend aus. Du kannst ihn gleich nach einem Autogramm fragen. Was? Er ist hier. Ich habe ihn unten in der Station gesehen. Hoffentlich kommen wir da nicht zu spät. Er hat sich über Mittelsmänner in sämtliche Telekommunikationskonzerne eingekauft und wird in Kürze das komplette Mobilfunknetz kontrollieren. Na und? Hast du Angst, dass die Minutenpreise steigen? Bleib mal ernst, Nina. Hast du denn keine Vorstellung davon, was die hier vorhaben? Denk mal an den Unfall von Perez, die Nervenklinik in Kuba, die französische Wissenschaftlerin und die Tierversuche der Russen. Hilf mir auf die Sprünge. Die arbeiten hier an einer Technik zur Gedankenmanipulation. Also ich weiß nicht, erst kommst du mir mit diesen Außerirdischen und nun das? Klingt etwas unvorstellbar, ich weiß, aber die Erforschung dieser Technik ist alles andere als neu. Es ist meines Wissens nach noch keinem gelungen, aber mit diesem außerirdischen Material? Oder glaubst du, dass Massimo Gattuso so einen Zirkus veranstalten würde, wenn das Artefakt nur einen archäologischen Wert für ihn hätte? Die Sekte glaubt, dass er kurz davor ist, diese Technik einzusetzen. Und was uns dann blüht, kannst du dir ja ausmalen. Also traust du diesen Leuten? Zumindest deutlich mehr als diesem Gattuso. Und was habt ihr jetzt vor? Die Sekte kümmert sich um die Sprengung der Sendeanlage. Und wir müssen einen Weg finden, um das Experiment selbst zu stören. Kennst du dich da drinnen aus? Gibt es vielleicht eine Art Kontrollraum oder so etwas ähnliches? Na, dann folgen Sie mir mal unauffällig. Jawohl, Kommandant. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe in den Höhlen in China dein Handy gefunden. Dachte, du könntest es bestimmt noch brauchen, falls du mich später mal anrufen willst. Deine Nummer weiß ich auswendig. Ach Gott. So, der Fahrstuhl müsste wieder funktionieren. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn wir darauf warten, bis die Mitglieder dieser Sekte draußen die Antennenanlage gesprengt haben. Und wenn nicht? Noch haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Du willst da also wirklich runter? Ja, und jetzt komm. Was ist denn jetzt passiert?
Der Fahrstuhl scheint noch zu funktionieren und einige Türen auch. Aber die anderen kriege ich nicht mehr auf. Nina? Hörst du mich? Na prima. Ich muss die Türen so schnell wie möglich wieder aufkriegen, sonst haben wir ein echtes Problem. Und davon haben wir schon mehr als genug. Hoffentlich wartet Nina auf mich und macht keine Dummheiten. Aber wie ich sie kenne, wird sich diese Hoffnung wahrscheinlich nicht erfüllen. Ihm ist offensichtlich nicht kalt. Max scheint durch die Tür nicht zu hören. Und nun? Hoffentlich kriegt er die Tür wieder auf. Aber darauf warten kann ich eigentlich nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielleicht funktioniert der Fahrstuhl ja noch. Dann kann ich mich da unten schon mal ein bisschen umsehen. Na, was für ein Zufall. Und schon kommt er. Ja, okay. Also es ist wirklich abstrus, finde ich, die ganze Geschichte. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich finde eine komische Geschichte. Und das Problem ist auch, diese Namen sind alle, ich kann mir nicht merken, wer ist und wer jetzt mit wem zusammenarbeitet. Das ist alles ein bisschen schwierig, dem zu folgen. Ich finde es ein bisschen nicht so gut erzählt. Ja, es ist dass auch jetzt nicht plötzlich gut erzählt, Max kommt und dann hier quasi hier seinen Explanation-Dump ablädt quasi. Ja, ja, ja. Da hätte man viel mehr coole Mystery-Reveals machen können. Ne? Und dann deckt man hier was auf und dann wieder so ein Red Herring, der einem in die Irre führt und dann kommt wieder der Reveal und dann... Ne, weil so kommt der halt und sagt, ach ja, hier, die Sektenhainis sind eigentlich die Guten und das sind die Nachkommen von Aliens und die wollen jetzt hier Gedanken kontrollieren und ja. Ja, und der einzige Twist hat man halt 5 Meilen entfernt kommen sehen, ne? Dass der Oleg uns hintergeht. Naja. Und sie ist halt auch echt so ein bisschen, naja, es ist, du hast schon recht, es ist das Problem, wie die Story erzählt wird, glaube ich. Okay, fahren wir mit dem Fahrstuhl runter. Also nicht, dass ich sagen will, dass das Spiel nicht trotzdem schön ist, weil es so trashig ist. Ich mag's. Okay. Viele Sachen. Unter anderem ein Heizkörper. Heizkörper! Oh nein, müssen wir jetzt oben das Ei wieder einsetzen, dass der Heizkörper hier geht? Der Körper fühlt sich kalt an. Damit der das Tor da hinten auftaut oder irgend so ein Blödsinn. Mit dem sich das Ventil auf und aha, lässt. Aber wir haben doch nur noch eine Stange. So ein seltsames Dingy. Das können wir bestimmt benutzen, oder? Mhm. Ich glaube auch. Mit den Händen kann ich das weder auf- noch zudrehen. Aber ich gucke mir trotzdem erstmal alles an. Da ist auch noch was, ein Rohr. Das ist ein Loch. Das Rohr ist kalt. Nein. Das Rohr ist kalt. Eine der Überwachungskameras. Hoffentlich hat Max im Kontrollraum die Monitore immer im Blick. So, und die Tür kriegen wir wahrscheinlich nicht auf. Ich höre Stimmen dahinter. Solange ich keine Armee hinter mir habe, sollte ich da nicht unbedingt rein. Hey. Okay, ein riesiger Eis. Ich sehe schon, wir werden jemanden aufspießen damit. Meinst du? Vielleicht. Meinst du, das wird so brutal? Ich glaube nicht. Eventuell schon. Den kriege ich so nicht ab. Dafür ist er viel zu massiv. Und da hinten ist noch eine Tür, aber durch die können wir bestimmt auch noch nicht gehen. Ach, oder doch. Oder auch doch. Vielleicht. Was soll's. Okay. Oh, da ist das Upside Down hinter. Wahrscheinlich. So, okay. Rohre. Das Rohr führt durch die Wand in den Gang. Rohr führt durch die Wand in den Gang. Okay, ich dachte, das wäre hier die Kette. Ja, ich dachte auch, die Kette ist hier schon sehr prominent, aber scheinbar. Ja. Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel verhindert, dass der Deckel aus Versehen aufgeht. Nehmen wir ihn mal. Das extra ein Schild daneben, dass man das bitte nicht ausschütten soll. Hoffentlich geht der Deckel nicht auf, sagt ihr, aber vielleicht wollen wir ja gerade, dass der Deckel aufgeht. Ah, guck mal, es ist doch die Kette. Kette. Eine Eisenkette, die mitten im Raum hängt. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Damit man das Licht schütteln kann. Okay, das Gefahrenschild kann man sich auch anschauen. Das kann man auch nehmen. Das Schild warnt davor, dass bei Kontakt mit Wasser chemische Reaktionen ausgelöst werden könnten. Ah. Die Farbe ist dermaßen brüchig, dass sie schon beim Anschauen abbröckelt. Das Schild ist festgenietet. Festgenietet. Und eine Eiswand. An einigen brüchigen Stellen sieht man das Eis hinter dem Mauerwerk. Wir müssten uns also unterhalb des Meeresspiegels befinden.
Aha. Das heißt, wir müssen da Wasser reinlassen durch. Aber wie? Ja, oder das komische chemische Zeug, das mit Eis reagiert, an die Wand. Naja, ich würde das hier irgendwie aufmachen und dann hier Wasser reinführen. Und schon explodiert alles oder so. Ha, irgendwie sowas. Irgendso. Mach mal die Heizung an jetzt erstmal. Ja. Jetzt haben wir sowohl einen Schraubenschlüssel als auch das komische Dingi. Eins von beiden sollte ja funktionieren mit dem. Mit der Heizungsrohrstange da. Denk mal das da. Ja, eben. Ich habe ein Gewinde aufgedreht. Okay. Sie hat ein Gewinde aufgedreht. Und jetzt? Sagenhaft. Müssen wir wirklich nochmal hoch und das Ei einsetzen, damit die Heizung läuft? Sonst hätten wir es nicht mehr wahrscheinlich, oder? Eben, es könnte schon sein. Ah, okay. Ich sehe nichts von dem Ei. Silikon. Doch, seltsames Ei. Ah, okay. Aber das müssen wir oben. Ah ja, das müssen wir oben. Okay. Okay. Aber ich habe schon gesehen, was wir als nächstes machen müssen. Wir hauen einfach den Zapfen ab. Mhm. Finde ich gut. Guten Abend. Pato Kongo. Wir sitzen beide ziemlich weit vom Bildschirm weg, deswegen können wir das kaum lesen. Hallo. Ja, leider. Okay, gut, jetzt haben wir einen Eiszapfen und kein Schild mehr wahrscheinlich, oder? Ach doch, wir haben ein Schild noch. So. Eiszapfen, was machen wir jetzt mit dem Eiszapfen? Vielleicht das Fass aufspießen. Eventuell. Aha. An die Kette hängen. Ah. Und jetzt haben wir einen Rambock. Ah. Oh. Eine riesige Mutter ist von der Wand gefallen. Ich verstehe gerade überhaupt nichts mehr. Die sollen wir wahrscheinlich nehmen. Die Mutter ist aus der Halterung der Rohre rausgebrochen, als ich den Eiszapfen da hineingeklemmt habe. Na gut, nehmen wir die. So, und wenn wir jetzt die Heizung einschalten, schmilzt der Eiszapfen ein bisschen und rast wie ein Rambock gegen das Fass und das löst eine Explosion aus, wahrscheinlich, eine chemische Reaktion. Und dadurch explodiert der ganze Raum oder so. Deswegen dürfen wir nicht hier anwesend sein. Glaube ich jetzt mal. So ungefähr wird es sein. Okay. Dann machen wir das. Okay, Panto. Pato, oder? Ah, Pato? Ach so, Pato, ja, entschuldige. Genau. So, wie kriegen wir das Ding jetzt auf? Ah, okay. Aha, doch mit dem Schraubenschlüssel irgendwie. Ach, vielleicht konnte man das vorher nicht benutzen. Ein gewisser Herr Pütz würde jetzt sagen, eine runde Metallstange kann man mit einem Schraubenschlüssel nicht zu einer Drehung überreden. Oh Gott. Entschuldigung, ich hoffe, das hat man nicht so gehört. Ich bin gerade irgendwie auf meinen Ständer getreten. Auf meinen Mikrofonständer. Na gut, okay. Aber kann man die Mutter ganz genau. Dafür machen wir die Mutter jetzt da drauf. Ich habe die Mutter auf das Gewinde gedreht. Und jetzt drehen wir... Upsala. Jetzt drehen wir das Teil damit auf. Mhm. Puh, keine Chance. Keine Chance, okay. Okay. Silikon. Silikon? Weiß ich nicht, vielleicht. Ja. Als Schmiermittel. Ja. Okay, hätte ja sein können. Keine Ahnung. Und jetzt, nee, ich weiß es nicht. Und doch, jetzt nochmal die komische Stange vom Anfang, die wir am Anfang benutzt haben, da, jetzt wo die Mutter drauf ist. Wieder? Nee. Die komische Stange ganz, ganz vorne. Ja, das da. Ach so, nee. Ha! Ich wäre geneigt. Ja, guck ins schlaue Buch. Okay, in der Rohr steckt Mutter auf. Silikon mit Gefahrenschild mit Ventil benutzen. Mutter, hä? Mit Ventil benutzen, Schraubenschlüssel und Schild kombinieren. Schraubenschlüssel und Schild kombinieren. Aha. Okay, jetzt ist der Schraubenschlüssel hinten. Ah, jetzt haben wir mehr Hebelwirkung quasi. Ja, anscheinend. Puh, das wäre geschafft. Das Ventil ist aufgedreht.
Ich mal. Das ist irgendwie komisch. Ja. Okay, aber das Ventil ist aufgedreht. Okay, jetzt müsste doch hier jetzt heißes Wasser fließen. Theoretisch schon, oder? Müssen wir jetzt zurück da rein? Oh, ich sehe jetzt erst das Radioaktivschild. Sollten wir Schutzkleidung tragen hier unten? Ach, was soll's. Na gut. Sie hat ja gesagt, sie kann leise oder laut sterben. Okay. Aber jetzt passiert doch hier nichts. Da stand doch vorher im Guide irgendwas von wegen Silikon auf Warnschild benutzen. Ich weiß nicht, was die damit meinen. Aber benutzt es mal hier Heizkörper drin. Heizkörper untersuchen. Die macht doch mal das Silikon hier drin auf das Warnschild. Steht denn da was mit Silikon? Irgendwo stand das. Ach, Silikon mit Gefahrenschild benutzen. Genau. Mach das mal. Aber warum? Weiß ich nicht. Das erfahren wir vielleicht. Hey, aber hier machen die Rätsel jetzt echt nicht mehr wirklich nee, Sinn. Nee, es ist echt. Bis jetzt war es einigermaßen in Ordnung, aber das aber ist jetzt warum soll teilweise ich jetzt ein bisschen doof. Die Farbe ist an dem Silikon kleben geblieben. Mit etwas Fantasie kann man tatsächlich das Schild wieder erkennen. Wow, das muss man echt erstmal. Und vor allem warum? Ja, hä? Kannst du auch mit nix benutzen? Hä? Tut mir leid, aber. Nee, das ergibt echt irgendwie für mich Schreib auch das keinen Sinn. Können wir mit Gefahrenschip bin. Na gut. Achso, ja, genau. Heizkörper sollen wir untersuchen. Untersuchen wir mal den Heizkörper. Ja, machen wir das. Ach Gott, das oh Gott. Das ist halt oh auch Gott. So doof, dass man halt Sachen nochmal untersuchen muss. Ja, das stimmt. Okay. Der Heizkörper gluckert vor sich hin und ist kalt. Ich vermute mal, dass sich zu wenig Wasser im Heizkreislauf befindet. Hm. Ein Heizkörper. Okay, zu wenig Wasser. Was können wir da machen? Ich habe keine Ahnung, wo können wir überhaupt irgendwas einfüllen oder sowas in der Art. Tut mir leid, aber... Abdruck des Schildes mit Kamera benutzen? Aha. Okay, da oben hin. Was? Wenn mein Plan funktioniert und Max meinen Hinweis versteht, wird ah. Die Heizung warm und damit auch die Rohre, in denen der Eiszapfen steckt. Ah. Wenn er dann schmilzt und aus den Rohren rausrutscht, wird er hoffentlich das Fass von dem Regal auf den Boden schubsen. Und sobald der Deckel von dem Fass aufgeht und diese hochexplosive Chemikalie mit dem Eis auf dem Boden in Berührung kommt, macht's kabumm. Ein toller Zeitzünder. Wenn ich hier irgendwie raus könnte. Ich sollte also gleich anschließend das Ventil wieder schließen, sonst fliegt die ganze Bude mit Max und mir zusammen in die Luft. Okay. Weil wir Max Wasser. Über die Kamera... Heizung. Ich verstehe. Steht da Wasser in der Heizung? Ich hoffe, das war der richtige Schalter. So, das sollte es gewesen sein. Das macht sowas von keinen Sinn. Naja. Also wirklich. Nee, tut und mir jetzt leid. Musst du aber gleich wieder zudrehen. Aber, ich aber es ist noch gar nicht explodiert. Hä? Ich sollte doch hier noch irgendwas mit dem Feuerzeug machen, dachte ich. Weiß ich nicht. Da. Ach so, dass er das Wasser heiß machen soll. Kein Feuer in der Heizung? Na, dann wollen wir mal den passenden Knopf suchen, der etwas einheizt. Ja, weißt du, vorhin hat sie noch so, gesagt, ich drücke hier mal lieber nichts, weil ich habe keine Ahnung Verdammt. Davon. Ja. Nina, pass auf. Oh, Explosion. Hab ich doch richtig gehört. Oh. Die Dame hat es also tatsächlich geschafft, sich zu befreien. Dann komm mal mit, der Chef freut sich schon drauf, dich endlich mal kennenzulernen. Sich zu befreien? Ihr habt uns einfach in der Wanne liegen lassen, ohne also irgendwas. Wirklich. Ja, und dann habt ihr sie vergessen. Oh, Fräulein Kalenko, endlich lerne ich sie mal persönlich kennen. Ich bitte meine schlechten Manieren zu entschuldigen. Ich hätte mich schon viel früher vorgestellt, aber Sie sehen ja... Ich bin ziemlich im Stress. Entführung, schwere Körperverletzung und was sonst noch alles dazukommt, gehört bei Ihnen also zum guten Ton? Nein, aber besondere Ereignisse erfordern leider nun einmal besondere Maßnahmen. Aber da Sie nun schon mal hier sind, darf ich Sie herzlich einladen, ganz exklusiv und aus der ersten Reihe einer Weltpremiere beizuwohnen. Darauf kann ich verzichten. Da würde Ihnen aber etwas entgehen. Sie werden Zeuge, wie meine neuen Marketingmaßnahmen die Menschheit in eine glücklichere Zukunft führen. Da bin ich aber gespannt. Völlig zu Recht. Sie kennen das doch sicher selbst.
Tage lang überlegen sie, welches Kleid sie kaufen wollen. Es ist wirklich Werbung. Dann noch ein Streit mit ihrem Freund, ob man sich lieber für die rote oder doch eher die grüne Couch entscheiden sollte. Ich brauche keine Couch und schon gar keine grüne. Ich nehme den Menschen diese Probleme in Zukunft ab. Durch Gehirnwäsche? Ich nenne es Entscheidungshilfe. Dadurch bleibt den Leuten nicht nur viel Ärger erspart. Sie haben auch viel mehr Zeit, sich um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Ich muss zugeben, sie sind noch kranker, als ich gedacht hatte. Es geht ihnen nur darum, ihre Produkte zu verkaufen. Die Menschen sind ihnen scheißegal. Schade, dass sie meine Pläne nicht zu würdigen wissen. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, sich daran zu stören. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss den ersten Testlauf vorbereiten. Und wenn ich Ihnen noch einen kleinen Rat geben darf, freuen Sie sich, bei diesem Schauspiel dabei sein zu dürfen. Wäre doch schade, wenn Sie Ihre letzten Stunden nicht genießen würden, oder? Es ist tatsächlich, wie ich gesagt habe. Dann kann es nicht mehr dauern, bis der Eiszapfen aus dem Rohr rutscht. Ich muss hier schnellstens raus. Marktmanipulation. Ja, der hat eine Gedankenkontrollmaschine und benutzt sie, dass die Leute seinen Scheiß kaufen. Wie wär's denn, wenn du die Leute einfach dazu bringst, einfach ihr ganzes Geld auf dein Konto zu überweisen? Das wäre eigentlich der direktere Weg. Einfacher, ja. Da müsste Max drin sein. Hoffentlich haben sie ihn noch nicht erwischt. Das ist immer noch nicht sehr kreativ eingesetzt, deine Gedankenkontrollmaschine, aber besser als deine Produkte zu vermarkten damit. Ein Lastenkran. Ein Lastenkran. Ein Lastenkran. Ein Lastenkran. Ein Lastenkran. Ich sehe keine Möglichkeit, den Kran von hier unten zu bedienen. Au! Katze. Die Katze ist gerade, hat sich gerade meine Schulter gekratzt. Wo ist denn Baby? Oh, oh. Entschuldigung, die Katze möchte auf... Ah! Ah, was ist denn mit dir los, Katze? Au! Au! Hilfe! Hilfe! Ohne Scheiß! Entschuldigung, wir hatten gerade ein Katzenproblem. Katzenattacke. Ach, Mann, ey. Aufmerksamkeit und gestreichelt werden. Ja. Okay. Ein Kran. Okay, da eine Kamera. Wieder eine von diesen Überwachungskameras. Wieder eine von diesen Überwachungskameras. Hier sind so viele davon. Unverschämtheit. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Okay. Aber wir können uns eine ganze Menge anschauen. Da, diese Maschine. Damit will Massimo seine kranken Pläne verwirklichen. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Okay. Anzeigetafel. Kontrollanzeigen. Scheinen wichtig zu sein. Der Ausgang? Sergej steht da vermutlich nicht nur zum Spaß. Und Sergej kann ich mir auch noch anschauen. Einer, der mich die ganze Zeit verarscht hat. Ich nehme mal an, dass er Massimos Informationsquelle in Russland war. Na? Mein Interesse an einer Unterhaltung mit ihm entspricht den Temperaturen hier unten. Okay. Inikol. Ich mache sie einen recht sympathischen Eindruck. So kann man sich täuschen. Frau Charlois? Halt's Maul, sonst wird Sergej es dir stopfen. So unfreundlich von dir. Der Massimo. In seiner pseudo-charmanten Art steckt ein aalglatter und skrupelloser Oberbösewicht, wie er im Buche steht. Oh, man kann tatsächlich mit ihm reden. Dann reden wir mal über seine tolle Maschine. Ja. Die ganzen Geräte hier am Ende der Welt aufzubauen, das muss doch ein riesiger Aufwand gewesen sein. Wozu das Ganze? Die Geräte sind extrem empfindlich. Sie sehen die große Anzeige da hinten? Ist ja kaum zu übersehen. Das Projekt wird genauestens überwacht, weil jegliche Störstrahlung eine Fehlfunktion zur Folge haben könnte. Daher sind wir auch auf Nummer sicher gegangen und haben die Anlage unter der Erde aufgebaut. Okay, das ist so typisch Videospielbösewichte. Dass man einfach fragt, so, was ist nochmal dein Plan? Ah, wo ist eigentlich der Fehler in deinem Plan? Wo ist der Selbstzerstörungsknopf gleich nochmal? Falls es Sie interessiert, eine Sekte ist soeben eingetroffen. Die sind gerade dabei, ihre oberirdischen Anlagen zu zerstören. Ja, sie ist auch nicht viel besser. Sicher. Von wem werden sie denn angeführt? Dem weltenrettenden Superhelden? Ich meine es ernst. Und ich glaube, ihnen bekommt die Kälte nicht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Für solche Unterhaltungen habe ich keine Zeit.
Ach, sie ist wirklich auch so doof, ey. Ach, Nina, Mann, erklärt doch nicht seinen Geheimplan. Naja, sie wollte ja, dass die jetzt sagen, was? Skandalös und an die Oberfläche laufen. Ach, ist trotzdem dämlich. Na gut, dann reden wir mal mit dem Oleg. Ich hab dem Typen wirklich vertraut. Wie konnte ich nur so blöd sein? Das frage ich mich auch. Ich würde gern... Ruhe! Professor Charleroi muss sich konzentrieren. Okay, ich habe schon gelesen, was man jetzt macht. Aber würdest du drauf kommen, was man jetzt hier macht? Ihm den Pümpel ins Gesicht hauen. Kannst mal probieren. Oder ein Ei. Pümpel geht nicht. Tada! Tatsächlich. Ja, mit Eier werfen macht schon ich Sinn. Ich habe hier was, wonach ihr bestimmt schon sucht. Ach so. Oh, das Teil aus der Wasserpumpe. Vielen Dank. Wir werden uns mit einem schmerzfreien Tod erkenntlich zeigen. Sehr freundlich von Ihnen. Oleg, bau das Ding mal schnell wieder ein, damit wir es oben in der Station schön warm haben, wenn wir unseren Triumph feiern. Okay. Sie haben dann ein Auge auf unseren Ehrengast? Ich glaube nicht, dass unsere Prinzessin fliehen möchte, oder? Nein, natürlich nicht. Ist ja unheimlich gemütlich hier. Es ist auch so dämlich, weißt du, dass der jetzt geht, weil er die Heizung anmacht. Ja. Also ich glaube, das ist doch jetzt in dem Moment echt scheißegal, oder? Naja. Naja, den sind wir los. Ja, eigentlich müssen wir doch jetzt nur noch warten. Jetzt müssen wir die anderen drei noch mit komischen Handlangerarbeiten irgendwie losschicken. Hier, willst du deine Notizen zurück? Nee. Ich weiß auch nicht, hier müssen wir jemanden anrufen. Können wir jetzt was mit dem Kran machen? Oh. Ach, Störsignale. Verdammt, wir haben hier irgendwo eine Störstrahlung. Wenn wir das nicht ganz schnell wieder in den Griff kriegen, müssen wir den Versuch abbrechen. Okay. Na gut. Das war zufällig, aber okay. Störstrahlung. Aha. Ich kann nicht alle auf einmal erschlagen. Spätestens nach der ersten Person würde ich vermutlich tot am Boden liegen. Okay. Das heißt, die letzte Person, die hier übrig ist, erschlagen wir mit der Schraubschlüsselzange. Alles klar. Kann ich ihn erschlagen? Ich kann nicht alle... Nee, schade. Aber ihn könnte ich pümpeln. Nee. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Probier mal durch. Es läuft doch ganz gut. Ja. Einmal über den Kopf? Nee. Funktioniert nur bei... Elder Scrolls Händler. Ach, Mann, ey. Wollte ich nicht. Ah, hier. Mit Whisky bestechen. Nee, der ist ja auch noch leer. Stimmt. Vielleicht die Maske aufsetzen und dann sagen die, wo ist Nina hin? Und wer ist diese komische Gestalt? Ja, vielleicht. Nee, Nee. Nee, es geht nix. Okay, dann fragen wir unser gutes Buch. Kamera benutzen und auf Kran zeigen. Aha. Okay. Auf Kran. Na gut. Ach, dass er den Kran schwenkt, oder wie? Flucht über den Kran? Na, wenn das mal gut geht. Aber eine bessere Idee habe ich auch nicht. Also, versuchen wir es. Viel Glück, Nina. Okay, und jetzt kommt bestimmt so eine Action-Sequenz, wo sie sich an Kran hängt und alles explodiert. Oben wird es wieder warm und der Champagner ist kaltgestellt. Unserer Feier steht also nichts mehr im Weg. Die Feier muss warten. Wir haben hier ernsthafte Probleme. Was zum Teufel war das? Das verdanken wir bestimmt der kleinen Kröte hier. Aber nun ist Schluss mit lustig. Jetzt mache ich dich platt. Und tot.
Also jetzt hat sie definitiv drei getötet. Vier getötet. Ja, den Oleg wahrscheinlich auch. Ja, na, vier getötet nicht? Mindestens. Die waren ja auch die Oberbösen. Die wollten immerhin der Welt ihre Produkte verkaufen. Es tut mir leid, dass ich mich in dir getäuscht habe. Aber Oleg war sehr überzeugend und... Schon okay. Du weißt ja, ich bin ein Mann. Ich bin nicht nachtragend. Komm, wir müssen zum Flugzeug. Die Leute von der Sekte warten bestimmt schon. Das ist echt so schlimm. Also die weiblich-männlichen Stereotypen. Ich meine, das ist alleine schon schlimm, aber ich habe noch nie gehört, dass Männer nicht nachtragend sind. Ist das ein Klischee? Ist das ein Stereotyp? Ich bin nämlich, dummer ein Gedanke. Ich bin nämlich fucking nachtragend. Kann ich bestätigen. So actionreich. Wow, das ist fast wie die Snowspeeder in Episode 5. Aber er hat Spaß, immerhin. Ja. Sind die jetzt echt tot? Das ist ein bisschen antiklimatisch. Ich dachte, jetzt kommt doch bestimmt Oleg nochmal und hängt hinten am Flugzeug und sagt, ja. So schnell werdet ihr mich nicht los. Ihr Elenden. Aber ich find's auch cool, dass du einfach... Was ist mit der Sekte eigentlich jetzt? Oh, guck mal, Atombombe explodiert. Wow. Alle tot. Na, zum Glück war die Sekte hier, um uns zu unterstützen. Stimmt. Ohne die wäre das Ganze bestimmt nicht so glimpflich ausgegangen. Hätten die da nicht einfach reinspazieren können und die alle Gedanken manipulieren können? Tja. Papa. Papa. Wo kommt der jetzt her? Achso, der war bei der Sekte die ganze Zeit. Ja, genau. Die sind. Die sind jetzt irgendwie zurückgeflogen und jetzt Ende gut, alles gut. Ente gut, alles gut. Hätten. Okay. Jetzt verstehe ich. Wenn wir gar nichts gemacht hätten, wäre es genauso monatelang ausgegangen. Die Geschehnisse wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das erzähle ich gleich nochmal. Aber mit der Erkenntnis auf, dass es wohl doch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sich nicht mit Formeln erklären lassen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, hat eine kleinere Filmgesellschaft sehr großes Interesse an seiner Geschichte. Hausmeister Eddie schloss sich nach seiner Begegnung mit der Sekte unverzüglich den anonymen Alkoholikern an und blieb seither trocken. Tritt mit seiner markanten Stimme ab und zu als Sprecher für Goblins in Computerspielen auf. Das ist bestimmt eine Andeutung an irgendwas. Ja, es ist bestimmt eine Referenz. Lisa wollte ursprünglich Fotografin werden. Das scheiterte allerdings daran, dass sie die Batterien in der Kamera nicht wechseln konnte. Auch die angestrebte Karriere als Fahrradkurier fand bereits nach 2 Stunden und dem ersten Platten ein jähes Ende, da ihr niemand den Reifen flickte. Jetzt verkauft sie an ihrem kleinen Stand am Kurfürstendamm magnetische Mikrowellenhamster. Und lässt sich von ihren Eltern schwer misshandeln. Ich verstehe nicht, warum Mikrowellenhamster. Als die Polizei zum Museum kam, war Kanskis Leiche verschwunden. Wie ich am Amulett erkannt hatte, gehörte der Kommissar zu der mysteriösen Sekte, von der man seit ihrer Intervention in der Antarktis nichts mehr gehört hat. Unklar bleiben die Motive der Sekte. Hat sie wirklich nur zum Wohle der Menschheit gehandelt? Und ist sie wirklich verschwunden? Alter, die haben nichts gemacht. Nee. Also bitte. Die haben überhaupt nichts gemacht. Der Kanalarbeiter bemerkte gerade noch rechtzeitig meinen Schwindel und kündigte mich. Eine Woche später landete er dann aber tatsächlich den Glückstreffer im Lotto, trennte sich von seiner Frau und lebt seither glücklich und zufrieden. Na dann. Hat er nochmal Glück gehabt. Seine Unpünktlichkeit kostete Zugführer Karpin den Job. Die deutsche Konkurrenz nahm ihn aber freudestrahlend auf. Seitdem ist er täglich auf der Strecke Hamburg-Bielefeld im Einsatz. Da hat aber jeder nochmal sein Happy End bekommen. Soldatin Romanova und Soldat Yushin beschlossen nach weiteren 2376 gemeinsamen Zigarettenpausen, das Rauchen aufzugeben. Seitdem verbringen sie ihre Freizeit damit, sich gegenseitig Nikotinpflaster auf die unterschiedlichsten Körperteile zu kleben. Gerüchte über eine bevorstehende Hochzeit konnten allerdings nicht bestätigt werden. Was zur Hölle? Die Agenten Fetisov und Radenko verließen den FSB, um in Moskau eine Boutique für maßgeschneiderte Anzüge zu eröffnen. Also jetzt wird's echt lächerlich. Das dramatisch aussehende Zugunglück hat übrigens keine Opfer unter den Passagieren gefordert. Ach. Die Wissenschaftler rätseln immer noch, ob der merkwürdigen Ergebnisse der von mir so brillant manipulierten Pflanzenanalyse. Der Dobermann ergriff beherzt die Gelegenheit zur Flucht und macht seither in den Fußstapfen eines seiner Vorfahren die Moorgebiete in England unsicher.
Ist der Zug nicht in Moskau entgleist? Eigentlich vor seiner Kneipe von einem betrunkenen Lastwagenfahrer angefahren, hängte daraufhin seinen Job als Wirt an den Nagel und gibt seither Rhetorikseminare an der Universität in Dublin. Sein Arzt empfahl Angler Foley, eindringlich mehr auf seine Gesundheit zu achten. Seitdem angelt er nur noch bei Sonnenschein, also zweimal im Jahr, und ist auf schottischen Whisky umgestiegen. Ey, tut mir leid, aber ich erwarte, dass gleich Hugo ins Bild kommt. Die Musik. Klaus verlor durch die Schließung der Kneipe sein Zuhause. Heimat und ziellos zog er monatelang durch die Weltgeschichte, bis er schließlich in Gesthacht eine Bleibe fand. Schön, dass jeder Statist dem Rätseldesign von Graphic Adventures widmet. Schön, dass jeder Statist nochmal seine Story kriegt. Also. Ich bin gespannt, wie es mit dem Pinguin und seinem Ei ausgegangen ist. Fernando arbeitet zurzeit an seiner Gemäldeserie die 1000 höchst unterschiedlichen Wachstumsstadien der Dattelpalme. Schwester Sabrina gewann dank unermüdlichem Körpereinsatz tatsächlich die Bürgermeisterwahl. 9 Monate später musste sie ihr Amt allerdings wegen Mutterschaftsurlaubs wieder abgeben. Das ist so sexistisch. Unglaublich, Alter. Das ist unglaublich. Patient Puyol schaffte direkt nach der Fertigstellung des Innenhofs den Weltrekord im Kartenhausbau. Seitdem tingelt er durch zweifelhafte Samstagabendshows, quasselt sinnloses Zeug und verdient sich damit eine goldene Nase. Die äußerst bösartige Unterstellung, dieser Werdegang sei eine generelle Voraussetzung für eine Karriere im Fernsehen, weisen wir hiermit aber aufs Schärfste zurück. Also da haben sich die Entwickler wirklich am Ende nochmal einen Spaß erlaubt, oder? Ramon bastelt auf Grundlage der äußerst seltsamen Konstruktionszeichnungen von Manuel Perez noch viel seltsamere Figürchen aus Muscheln und verkauft diese zu Wucherpreisen an Touristen. Das Schurkenquartett wurde für sehr lange Zeit sprichwörtlich auf Eis gelegt. Damit bleibt Gedankenkontrolle in großem Stil weiterhin einem sehr beliebten Online-Rollenspiel vorbehalten. Ach, das ist unglaublich, ey. da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Die Verhandlungen haben wir hinter uns gebracht. Die Verträge sind unter Dach und Fach. Also freut euch auf ein Wiedersehen in Geheimakte 2. Ist es nicht schön? Das ist ein tolles Ende, oder? Max, ja? Habe ich mich eigentlich schon bei dir bedankt? Nein, ich denke nicht. Das Flugzeug hat doch bestimmt einen Autopiloten. Ich gehe da mal auf die Knie. Oder? Darauf lief es doch jetzt hinaus. Jetzt schon. Wackelt sogar das Flugzeug, ja, ja. Alter. Ist so schlimm, ey. Und der Pinguin, und der war auch noch mal, also ja. Der Pinguin wird dem auch noch ausgesetzt. Also ja, aber wirklich. Ich meine, mit diesem Bilderrahmen und so, stell dir vor. Jetzt kommen auch noch Outtakes. Ins Bett gehen brauche ich jetzt eh nicht mehr und schlafen kann ich auch, wenn ich tot bin. Also, wenn ich was für sie tun kann. Das ist lieb. Schau mir in die Augen, Kleines. Sorry, hab den Text vergessen. Schnitt. Das ist so cheesy, ey. Oh Gott. Bei mir sieht das Outfit cool aus. Schnitt. Weil ich irgendwelche Scheißfilme für Scheißleute drehe, heißt das nicht, dass ich gern Schauspieler bin. Außerdem war ich nicht hervorragend und ich war nicht ausgezeichnet. Ich war monumental. Ich war epochal. Das ist das so eine Anlehnung an diesen verrückten, diesen Kinski, der so ähnlich Klaus heißt Kinski? Wie der. Wer weiß? Requisite. Bitte bringt die präparierte Eisenstange, ihr Spaßvögel. Mein Name ist Morangi. Ken Morangi. Kamera läuft? Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe jetzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Marmelade. Schnitt. Ich vertrage das Zugfahren nicht, tut mir leid. Die Szene nochmal? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder. Keine Frage. Das ist furchtbar, oder? Das ist so. Aber ich meine, es war 2006. Dreckig. Ja, aber ich fühle mich richtig dreckig. Ja, aber stell dir vor, es ist 2006 und man ist irgendwie, weiß ich nicht, 11 oder so. Dann ist das alles super lustig und nee, cool. Nee, selbst dann nicht. Also es tut mir leid. Doch, bestimmt. Wir sind durch, hey! Yeah. Oh Gott, ey. Der Schluss hat mir nochmal den Rest gegeben. Okay. Die haben sich wenigstens noch Mühe gegeben am Schluss. Ja.
Die haben extra nochmal Sachen animiert. Ja. Mhm. Wirklich. Cool. Die hätten auch sagen können, so, jetzt fliegen die in den Sonnenuntergang und dann Abspann und Ende. Okay. Und vielleicht wäre es die bessere Entscheidung gewesen. Ja, aber zumindest wirklich. Wollten die nochmals, ne, so als Belohnung fürs Durchspielen. Ich finde das gut. Wie fandest du den dann jetzt insgesamt? Geheimakte Tunguska. Ja, also wie gesagt, wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, damals, wenn ich den damals, wie alt war ich denn da? Da war ich auch schon... Da warst du schon fast 20. Ja, das stimmt. Da war ich vielleicht schon ein bisschen zu alt fast, damit ich den wirklich gut gefunden hätte. Ich meine, ich war da 16. 6. So jung bin ich dann auch nicht mehr. Ja, aber genau, so in dem Alter, so in der Jugend, glaube ich, damals vor allem, das war ja auch eine andere Zeit. Das darf man nicht mit heute vergleichen. Ja. Da war das schon irgendwie was ganz anderes vom Niveau her, Geschichten, Erzählungen in Videospielen und sowas. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen so richtig. Ich glaube, das wäre schon echt cool gewesen. Und ich fand das auch heute noch nett. Ich fand, gegen Ende wurden die Rätsel dann echt irgendwie zu bullshittig. Doof, ja genau. Zu unlogisch. Ja. Und ansonsten, ach ja, mein Gott. Aber ich meine, ich finde das halt echt so aus, das hat halt so einen Trash-Charme noch. Es hat irgendwie einen richtigen Charme, aber vor allem einen Trash-Charme für mich. Und deswegen finde ich es voll cool. Und ja, also es passt schon. Es ist halt ein altes Spiel, man sieht es auch, aber na, alles in allem, ich kann das empfehlen. Also wenn ihr Bock drauf habt, die Geschichte nochmal alleine zu erleben, ne, dann holt euch das Spiel. Aber was ich vorher sagen wollte, ist, hätten wir gar nichts gemacht, unsere Hauptfigur, nichts, dann wäre das Ende wahrscheinlich exakt das gleiche gewesen, weil dann hätte uns die Sekte wahrscheinlich auch entführt. Und dann wären wir wahrscheinlich trotzdem alle mit dieser Sekte in die Arktis geflogen zu dieser Basis. Vielleicht, ja. Oder? Ja. Weil das hatte ja gar keinen Einfluss. Und im Endeffekt hätten wir einfach nur daheim gesessen und gewartet, wäre es wahrscheinlich direkt ins Finale gegangen. Ja, das stimmt. Ja, diese ganze... Also wie gesagt, eigentlich fängt ja jetzt die Story erst so richtig an. Wer ist eigentlich diese Sekte? Und naja, das waren ja jetzt eigentlich nur so neben... Es war ja nur so ein Nebenkriegsschauplatz mit diesem komischen Typen, der so einen sehr komplizierten Plan hatte mit seiner Gedankenmanipulation. Aber das gut, den haben wir immerhin aufgehalten. Und jetzt müssen wir mal schauen. Es gibt ja noch andere Player. Es gibt ja noch das CIA und das KGB und die wollen alle an diese Scheiben. Ich glaube, bei Secret Files 2 und 3 geht es dann nicht um ganz andere Geschichten. Also ich meine, guck, also erstmal finde ich ja schon sehr interessant, hier ist nur Nina drauf. Ja. Da ist... da wird er noch gar nicht gezeigt, zumindest auf diesem Bild. Und man sieht, glaube ich, das Schloss von diesem Morangi im Hintergrund. Das ist auch irgendwie komisch, oder? Ja. Weil so, ich meine, das ist ein... Also der einer hat halt, von vielen Schauplätzen. Ja, der hat halt eigentlich mit der Story eigentlich gar nichts zu tun, aber gut, naja. Im zweiten ist er jetzt auch dabei. Ja. Und es geht offensichtlich nach New York. Anscheinend. Weil da ist die Freiheitsstatue, ich bin gespannt. Und im dritten Teil ist offensichtlich Nina ein ganz anderer Charakter. Keiner weiß, was da los ist. Ich weiß auch nicht. Sie hat sie ein bisschen operieren lassen. Und da sieht man auch schon im Hintergrund so Kuttenheini. Oh, und guck Feuer? Mal, sogar ihr Schönheitsmutter-Malfleck ist auf der falschen Seite. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist offensichtlich eine andere Figur. Ja, das ist schon lustig. Holy Potato. Die hat ihren Schönheitsfleck jetzt auf der Seite, wo Sam Peters ihren Schönheitsfleck hat. Ist sie vielleicht sie? Hat sie sich umoperieren lassen? Oder gibt die sich aus? Die sieht tatsächlich, abgesehen von den Haaren, sieht die Sam Peters und die Augen ähnlicher. Halt, ne? Ah ja, stimmt, und die Augen. Naja, es wird spannend. Es bleibt spannend. Wer weiß, was da passiert. Aber wie gesagt, ich habe den Trailer vom dritten Teil letztens gesehen und es ist sehr abgespaced, der Trailer. Aber also, was bei Lost Horizon 1 und 2 los ist, würde mich auch interessieren, weil irgendwie sieht das so aus, also ist keine auch Ahnung. Die Frage, sind das die gleichen Charaktere? Eben, weil ist der Zeichenstil verändert sich ein sie? Bisschen. Aber sie? Es sieht so aus, als würde er älter werden und sie jünger. Ist das eine Zeitreisegeschichte oder so? Wird sie zu einem Kind und er zu einem alten Mann? Ich hoffe, wir werden vielleicht ist einer von beiden Benjamin Franklin. Heißt er so? Nee, Quatsch. Benjamin Buttons.
Benjamin Button, ja, vielleicht, vielleicht, ja. Ich meine, vielleicht ist auch einer Benjamin Franklin, wer weiß, aber... Ja, wir werden es hoffentlich herausfinden. Vielleicht. Auf jeden Fall, also der zweite Teil, denke ich mal, den werden wir als nächstes spielen. Dann müssen wir mal gucken, den dritten habe ich noch nicht. Ich habe Secret Files Sam Peters. Vielleicht legen wir nach dem zweiten Teil mal kurz... Naja, oder wir machen jetzt Sam Peters als nächstes und dann schauen wir weiter. Sam Peters wird ja erst in einem Hauptteil eingeführt, oder? Ach so, kommt die als Figur diesen vor? Nebencharakter, die einen Spin-off bekommen hat, ja. Okay. Und na beim gut. Dritten Teil müssen wir schauen, wenn der mal billig im Angebot ganz ist. Ganz genau. Darauf warten wir im Grunde. Aber genau, das sind die Aussichten für die nächsten paar Male. Ich weiß nicht, willst du jetzt noch irgendwie irgendwas streamen, oder? Nö. Dann machen wir jetzt Schluss, würde ich sagen. Wir haben jetzt gut 2 Stunden gestreamt. Wir sind jetzt durch mit Geheimakte Tunguska. Und schauen wir mal, was dann als nächstes ansteht und wann das ansteht, vor allen Dingen auch. Ja, mal gucken. Mal gucken. Wir haben ja jetzt, also du hast ja andere Pläne auch. Ich meine, du hast Mario jetzt. Ja, genau. Du hast die Patreon-Streams. Ja. Genau. Und dann schauen wir mal, wann wir Geheimakte Tunguska 2 reinquetschen können. Genau. Na gut. Jo, dann danke fürs Zusehen. Danke fürs dabei sein. Ein schönes Restwochenende wünsche ich euch noch allen. Einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann in der Hölle. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.